Dallas, zwei Tage nachdem bei einer friedlichen Kundgebung 5 Polizisten aus dem Hinterhalt erschossen wurden. Die US-Stadt im Bundesstaat Texas trauert um ihre Staatsbediensteten. Mittlerweile steht fest, dass es sich bei dem 25-jährigen Heckenschützen Mika Johnson wohl um einen Einzeltäter gehandelt haben muss. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung in einem Vorort von Dallas findet die Polizei Material zum Bau von Bomben, kugelsichere Westen, Gewehre und Munition. Nach Armeeangaben diente Johnson in Afghanistan und stand wohl radikalen schwarzen Organisationen nahe. Die Bürger von Dallas stehen nach den unfassbaren Morden unter Schock. Die getöteten Polizisten waren zwischen 32 und 55 Jahre alt und zum großen Teil Familienväter. When you put on the uniform, it's something. Wenn man sich die Uniform überstreift, passiert etwas. Du verabschiedest dich von deiner Familie in der Hoffnung, am Abend zurückzukehren. Doch manchmal zeigt der Teufel seine Fratze und das kommt dann dabei heraus. Es muss etwas passieren. Ich weiß nicht was. Doch es muss endlich eine Diskussion einsetzen, anstatt dass wir von der Waffenindustrie regiert werden, wie es derzeit ist. US-Präsident Barack Obama, der sich derzeit beim NATO-Gipfel in Warschau aufhält, will seine Europareise abkürzen und rasch nach Dallas kommen. Bis Dienstag wehen die Nationalflaggen in den USA auf Halbmast. For the sake of humanity, divided we fall, but together we stand, standing for what's good and what's right, is I dream a world of peace.